I remember that day. When the skies pounded the earth. Those of us who survived the cataclysm and were not mauled by the creatures fled into the metro. There, in the outer darkness of the tunnels, we found refuge. And we will fight for our future until we die. Ja, herzlich willkommen zur Demo von Until We Die, wie man gerade gesehen hat. Ich bin sehr gespannt. Ich habe das Spiel schon auf YouTube, die Demo habe ich schon ein bisschen bei YouTube gesehen, fand sie super cool und dachte mir, okay, die will ich auch unbedingt nochmal spielen. Gut, Alien-Invasion hat stattgefunden, finde ich sehr cool. Der Stil gefällt mir gut. Ich mag ja so detailliertes Pixel sozusagen auch ganz gerne. Wir starten einfach mal. Ich habe noch keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe zwar schon einmal was geguckt, aber ich habe jetzt nicht gemerkt, wie es gespielt wird oder so. Deswegen machen wir das hier in Ruhe durch. So, die Aufklärer haben die Unversehrtheit des Belüftungsschachts an der Station Elektrozavodskaya bestätigt. Es wurde entschieden, in diesem Gebiet Fuß zu fassen und die Mine zu nutzen. So wird der Nachschub von der Oberfläche geliefert. Du hast die Aufgabe, die Energieversorgung der Station wiederherzustellen und 7 Tage zu überleben, in der Demo natürlich, ehe die Hauptstreitkräfte eintreffen. Viel Glück, Kommandant. Alles klar. Also für die Demo ist festgelegt, 7 Tage geht das Ganze. Der Schwierigkeitsgrad ist, glaube ich, auch festgelegt, sodass man den nicht auswählen kann. Sonst kann man das natürlich. Okay, wir testen mal. Gut, wir machen das Tutorial mal mit, damit wir es ein bisschen im Detail... Kommandant, wir kommen an. Im Detail mitkriegen. Okay, wir kommen an und so... Genau bis hierhin hat das Ganze gereicht. So, hilfst du mir? Bring den Schrott, damit ich die Dresine reparieren kann. Wir können uns hier hin und her bewegen. Und wir sollen Schrott bringen. Alexander wird beschwören. Ich habe mit E gerade gedrückt. Sekunde. Okay, wir holen die ganzen Leute mal her. Ah, hier ist der Schrott. Mit W befehlen wir das Plündern von Kisten. Das macht jetzt der Ilya. Wir rennen auch Ratten rum, aber ich glaube, die tun uns nichts. Oh, da war schon ein kleines Fangrädchen. Okay, alles klar. Die bauen den Schrott ab. Ist ja ein German, echt jetzt. Schön, okay. Und der Schrotthaufen ist verschwunden und jetzt bezahlen wir mit diesen kleinen Zahnrädchen, damit das Ganze, die Lore sozusagen wieder repariert wird. Die Dresine ist wieder in Bewegung. Ich kehre morgen mit Verstärkung zurück. Alles klar. So, starten wir zuerst den Generator. Einmal bitte reparieren. Für 3 Schrott. Okay, und standardmäßig macht das wohl einer. Und wenn ich jetzt nochmal hinklicke, dann schließen sich die anderen an. Ja, so, da zeigt dann mal einmal kurz. Der hat schon gar nichts mehr zu tun. So, Generator gestartet. Wir können unser Lager ausrüsten. Nun müssen wir unsere Verteidigung verbessern, indem wir eine Mauer bauen. Alles klar. Kann ich auch rennen? Ja, kann ich rennen. Erstmal hier. Einer kann ja nochmal abbauen. Das bauen. Das können wir noch nicht bezahlen, deswegen kann hier nochmal ein zweiter anfangen zu bauen. Okay. So, 4. So, dann kannst du ja schon mal bauen. Denn deine Kumpels hier noch ein bisschen abbauen. Cool. Also wie gesagt, mir gefällt der Stil sehr, sehr gut. Es sieht sehr cool aus. Und das Prinzip macht das ja eigentlich auch Sinn, beziehungsweise ist ganz cool. Das ist, glaube ich, so eine Mischung aus Tower Defense und, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es Roguelike, dass man dann immer wieder von vorne anfangen muss. So, du kannst mal deinem Kumpel helfen. Huch, was war das? Du kannst Mitglieder deiner Gruppe an Mauern einsetzen, indem du sie zur Flagge schickst. Okay. Ingenieure und Bewohner, die den Mauern zugewiesen wurden, reparieren sie bei Bedarf.
Das ist gut, das machen wir mal gleich. Huch. Das ganze Gestrüpp ist verschwunden und ich habe so schnell nicht lesen können. Warte, zurück, zurück, zurück. Was ist zurück? So, das sollen sie bauen. Einer soll aber eigentlich hier bleiben. So, dahin. Zwei bauen jetzt. Der eine sollte eigentlich hier bei der Flagge bleiben. Warte mal kurz. Kann er noch nicht. Werde in der, was? In der Basis gebaut. Okay. Jetzt haben wir festgelegt, dass das hier unsere Mauer ist und dass hier unsere Basis quasi beginnt. Was war denn hier sonst noch? Da läuft der Generator. Die beiden sind gleich fertig. Wir haben jetzt gerade mal wieder keine extra... keine extra Währung sozusagen. Ja, diese Ratten, die machen mich voll kirre. Wird die eigentlich die ganze Zeit... So, damit die Werkstatt ihren Betrieb... Ach, eine Werkstatt, okay. Musst du einen Arbeiter hinschicken. Das kriegen wir hin. Einer von euch. Jungs. Was macht der denn da? Gräber sind mächtige Nahkampfkämpfer. Okay. Maulwürfe, so kleine Mutanten-Maulwürfe, die sind eigentlich voll niedlich. Wenn du einen Gräber an eine Mauer stellst, schützt er sie mit seiner Schaufel. Also sie räumen die Wucherung hervorragend weg. Gräber sind auch gute Plünderer und können Schleimer jagen. Igitt. Okay. Jetzt einer muss hier an die Mauer. Die Werkstatt produziert täglich Werkzeuge. Ich würde hier gern jemanden hinschicken. Aber er weiß nicht wohin. Zurück. Vielleicht ans andere Ende. So, verwandle. Ah, wir müssen erstmal einen ausrüsten. Okay. Leute, an die Arbeit, befolgt meine Befehle, erforscht die Gegend, baut diesen Ort auf und bleibt am Leben. So, da wird jetzt eine Schaufel produziert. So, der Typ mit der Lore ist wieder da. Ich sehe, du kannst eine helfende Hand gebrauchen. Ich kann dir helfen, ich besorge Freiwillige und Schrott, wenn du mir Nahrung gibst. Alter, was für eine coole Musik. Sammle Schrott in der Umgebung. Das kriegen wir doch hin. Und Greg... Oder Gregory ist, glaube ich, neu. Wähle den Bonus zum Verbessern des Generators. Wir können Unruhestifter oder Unterschlupfnetzwerk auswählen. Für den Generator. So, auf den nächsten zwei Reisen bringt der Händler einen zusätzlichen Gefolgsmann mit. Für jede Behausung der Stufe 4 kommt ein Wanderer in die Basis, also quasi mehr Leute. Oder nach dem Entzünden des ersten Fasses kommt ein Wanderer in die Basis. Ein aktives Fass erhöht das Bevölkerungslimit um 1. Der Boden entzündet sich um das Fass herum, während Mutanten vorbeilaufen. Das ist auch ziemlich cool. Die Frage ist, ob meine Leute dabei dann auch Schaden nehmen, ne? Das weiß ich nicht. Ich wähle jetzt einfach mal irgendeins hier. Wir machen mal den Unruhestifter. Schauen wir einfach mal. So, einer von euch kann man hier da sammeln. Einer kann man hier Pilze sammeln. Ich weiß nicht, ob die wirklich... Nahrung geben oder nicht. Da ist noch irgendwas, was gebaut werden kann, aber dafür brauchen wir mehr. Ne? So. So. Der kann das aufsammeln. Ach, der Typ spielt! Oh, wie gut! Oh, ich mag die Musik. So, was ist das? Der hat die Pilze irgendwie abgesammelt. Sieht ein bisschen eklig aus, aber hey. So, jetzt können wir bei dem bestimmt tauschen. So, er braucht 8 von diesen komischen Pilzfilets. Ich habe keine Ahnung, was das ist. 8 Stück können wir gerade noch nicht bezahlen. Der Typ ist noch am Buddeln. Hier können wir einen hinschicken. Mit einer Schaufel, sehr schön. Der bleibt da jetzt erstmal. Unsere Mauern sind schwach. Ja, das ist mir bewusst, aber... Oh, einer kann hier und einer kann da. Wo sind meine Leute? Die faulen Schweine. So. Achso, warte da. Nicht vergessen. Ich renne zu viel. Ich bin zu ungeduldig. So, das hier ist wahrscheinlich die nächste Mauer, oder? Ich hole nochmal den anderen Typen. Der rennt hier ja auch irgendwo hin. Da. Komm mal mit.
Ich muss mir so ein bisschen angewöhnen, dass ich die auch immer erstmal zu mir rufe. Der Nebel verdichtet sich. Verstecken wir uns hinter der Mauer. Das können wir gerne tun. Nur hinter welcher ist jetzt die Frage. Wir haben, ne, da sieht man oben links und rechts jeweils eine Mauer. Verstecke mich mal bei ihm hier, weil er da alleine steht. Sagt er wieder zurück. Es wird wirklich irgendwie ein bisschen dunkler, oder? Oder täuscht das? So, Moment. Einen von denen, einen von denen sollte ich vielleicht nochmal ausrüsten, damit er auch da stehen bleiben kann. Hm. Oh, da ist das Licht angegangen. Okay, es ist tatsächlich dunkler geworden. Quasi Nacht. So, Mauern sind schwach. Ja, ich weiß. Oh, da ist eine gelbe Markierung aufgetaucht. Was ist los? Was ist hier los? Oh. Was ist das? Da liegen zwei tote Viecher. Das ist nicht so gut. Hier kann mal einer von euch reparieren. Ah, die ist. Ah, okay. Die ist beschädigt worden. Das sehe ich jetzt erst so richtig. Jetzt ist sie wieder gelb. Mal kurz auf der anderen Seite gucken. Eigentlich hätte ich ganz gern den hier auch noch ausgerüstet, dass wir auf jeder Seite einen mit Schaufel stehen haben. Weil die sich ja ganz gut als Wachen eignen. So, Nacht ist gleich vorbei. Der Typ ist gleich fertig mit der nächsten Schaufel. Guck mal kurz, die ist nicht mehr gelb. Das heißt, er hat sie gut repariert. Schön. Und der Nebel ist ein bisschen vorbeigezogen. Yeah! Und wir haben den ersten Tag überstanden. Cool. Wir brauchen aber definitiv noch ein paar mehr Leute. Boah, wie lange der braucht. Ach, das war schon eine. Okay. Habe ich gar nicht gesehen. Huch. So, dann setze ich dich mal hier bei der Mauer ab. Du kommst her und da stellt sich der eine Typ hin. Und wir bauen mal ein bisschen ab. Ich würde das ja gerne auch selber machen, aber ich bin hier der Aufpasser. Ich lasse arbeiten. Das hier könnten wir reparieren. Ich weiß nicht genau, was das ist. Den kann man noch nicht bezahlen, weil noch nicht genug. Du kannst ja mal hier die Pilze abbauen eigentlich. Solange wir keinen Alarm kriegen, dass sich irgendwelche Viecher nähern, lasse ich die einfach mal arbeiten. Zumindest bis wir den anderen Typen bezahlen können. Dann bringt er uns nämlich morgen noch einen. Freiwilligen. Mehr oder weniger. So, gehen wir nochmal einen. Dann renne ich mal kurz zu unserem Typen. Wir bezahlen. Und er gönnt sich einen Schluck und zieht von dann. Sehr cool. Wir müssen etwas expandieren. Ja, das kriegen wir hin. Nee, du kommst mal her. Zack, zack. Hier ist das nächste. Die sind schon wieder nicht gecheckt, dass sie mitkommen sollen. So, hier ist die nächste Fahne. So, Gräber können Schutt mit Haufen wegräumen. Schicke zwei Gräber aus, damit die Arbeit schneller abgeschlossen wird. Ja, das mache ich sofort. Erstmal habe ich hier nur einen Gräber. Den anderen schicken wir jetzt mal ganz kurz zu dem Typen mit den Schaufeln. Dann kann der nämlich sich eine Schaufel holen. Dann mache ich die jetzt alle zu Gräbern. Da steht auch einer. Schön, dann kann der helfen. Komm mal mit, Junge. Der Kollege braucht vielleicht gar keine Hilfe mehr. Doch, ein bisschen noch. So, dann machen die das zu zweit und dann geht das ein bisschen schneller. Ich würde mal gerne wissen, was das hier hinten war. Das können wir reparieren. Ich weiß aber partout nicht, was es ist. Aber theoretisch kommt das mit. Schön, das sah gerade so aus, als würden die erst wieder anfangen zu arbeiten, wenn wir rüberkommen. So, Jungs. Ich würde mal gleich... Jetzt habe ich hier die vier Dinger für gebraucht. So, und dann kann einer von euch hier, glaube ich, gleich stehen bleiben. Oh, es wird schon wieder
Boah, die Tage gehen echt schnell rum. Es wird schon wieder nebelig. Kannst du mal helfen? Dann kriegt ihr das vielleicht noch fertig, bevor die Biester kommen. Lass sie sich nicht an den ganzen Ratten stören. Das finde ich auch irgendwie seltsam. Ich kann mal kurz nach dem anderen gucken. Ja, ja, sehr anstrengend so rumzulaufen. Den hatte ich ja vorhin auch was sammeln lassen. Jetzt steht er wieder hier. Blup. Mutanten an der linken Mauer gesichtet. Oh je. Komme, ich eile, ich renne. Ich mach so schnell ich kann. Jetzt auch noch an der rechten Mauer, was? Oh Gott. Wenn Feinde in der Nähe sind oder bei einer Verletzung geht, der Held für eine Weile in den Gefahrenmodus über. In diesem Modus kannst du nicht mit Objekten interagieren und den Leuten keine Arbeiten zuweisen. Das ist okay. Ich bin der einzige Typ mit einer Knarre hier. So, waren noch an der anderen Mauer noch. Hier haben wir noch einen Freiwilligen. Zwei Freiwillige sogar. Cool. Und irgendein Getränk. Und der hat's geschafft. Sehr schön. Ganz alleine gemacht. Finde ich gut. Hier kannst du das mal reparieren. Oder bin ich noch im Gefahrenmodus? Ich glaube, ich bin noch im Gefahrenmodus, oder? Ich hole mir die beiden mal. Linke Mauer zerstört. Nein! Deswegen wollte ich den halt reparieren lassen. Oder fehlt uns das Material? Ich bin da so ein bisschen unsicher. Hier steht ja, dass sie kaputt ist. Der stellt sich da aber nur hin und hält weiter Wache. Gut, da sind die Pilze nachgewachsen. Wir haben Tag 3. Wer hat denn beim letzten Mal... Ah, doch. Das war schon richtig. Nur er war beschäftigt. Okay, dann brauchen wir dich und du musst mal die andere Mauer reparieren. Ich darf nicht alle mit Schaufeln ausstatten, ne? Ich glaube, die Leute mit den Schaufeln, die kriegen die Mauer nicht repariert. Nee, du sollst hier hinkommen. Okay, gut. Sie mir merken? Oh, ein Zombie. Alles gute Leute. Schön. So, die Mauern haben wir repariert. Lass mich mal kurz gucken. Oh, hier ist die Musik wieder. Kommen die auch von weiter weg? Nö. Dann hole ich mir mal unseren Kumpel hier. Drück die Taste F, um deine Gruppe neu aufzustellen. Ah, okay. Der kann da bleiben. Die beiden kommen mal am besten mit. Verstehe, dann wechseln die nochmal kurz ihre Reihenfolge. Den lasse ich jetzt mal ganz bewusst so. Ohne Schaufel meine ich. Damit wir hier ein paar von denen... So, und du kommst auch mal mit. Blick, blick, blick. Wir brauchen Pilze, damit der Typ uns wieder jemanden Neues bringt. Wir können das Ding hier mal reparieren. Ich weiß nicht, was das ist. Ich mach's jetzt einfach mal. Mal schauen. Kann bestimmt nützlich werden. So, wir haben zwei Pilze. Es reicht noch nicht ganz. Der Typ hält Wache. Das ist auch gut. Das soll er auch machen. Hier könnten wir weiter expandieren nach hier vorne. Kannst du nochmal das abbauen? 7? Okay. Mist, hat gerade nicht gereicht. Er braucht 8 Pilze. Der ist ja doof. Ich hätte ganz gerne ein bisschen mehr Ausdauer. Ich habe das Gefühl, der Typ ist immer so schnell aus der Puste, dass ich hier gar nicht schnell hin und her laufen kann. So, Junge, du kannst mal theoretisch den Kollegen hier plündern. Aber der steckt sich dabei nicht an oder so. So, und was wird das hier? Bleib mal fertig. Der Kollege kommt schon wieder zurück. Ist der Zombie weg? Ach, Tatsache. Naja, weg ist relativ. Er ist ein bisschen in sich zusammengesackt und wir haben irgendwelche Flüssigkeit aus ihm rausgepumpt. Ein bisschen eklig. So, die Frage ist ja... Hier haben wir jetzt zwei...
die beide hier zum Aufpassen hingestellt werden. Da drüben haben wir bisher nur einen. Da würde ich, glaube ich, einen von unseren beiden Arbeitern... Oh, das Ding ist fertig. So, du kannst dahin. Einer von euch beiden holt sich noch eine Schaufel. Mutanten an der linken Mauer. Und dann kommst du nach vorne und dann hilfst du mal. Okay, das ist irgendwie cool, ich weiß auch nicht. Ich muss zwar recht oft nachladen, ich kann den Kumpels aber dabei helfen. Und der letzte hier repariert Mauer. Okay, cool. Hier auf der anderen Seite ist auch schon ein bisschen kaputt. Jetzt habe ich ihn wieder. Schon wieder welche? Was ist denn hier los? Ich fände es noch cooler, wenn man die dann irgendwie noch looten könnte. Ich weiß nicht, ob ich das bisher einfach verbaselt habe oder... Gut, die Mauer hier ist schon ein bisschen kaputt. Denen habe ich jetzt gerade nicht geholfen. Das tut mir natürlich ein bisschen leid. Braucht dringend mehr Leute, ne? Irgendwie. So, die verschwinden einfach irgendwann im Boden. Hier brauche ich dringend noch jemanden, der die Mauer wieder repariert. Das heißt, ich hole mir mal unseren einen Zivilisten wieder. So, der eine scheint ein bisschen verletzt zu sein. Du kannst da hin, du kannst da mal bleiben. Und die anderen kommen mal mit mir. Das Labor, das ist eine gute Frage. So, kannst du das Labor benutzen? Okay. Nee, kann er nicht. Schön. Okay, also ich brauche definitiv immer genug Zivilisten. Kann er nicht. Die wissen nicht, wie man das benutzt. Okay. Und dann bitte mal die Mauer reparieren. Die sieht nicht so gut aus. Jetzt stehen da alle drei. Ah, ja. Lass mal einen da stehen, die anderen können... hier was abbauen. Und vielleicht hier die nächste aufbauen. Ich weiß nicht, ob die das so schnell schaffen. Schauen wir mal. Blub, 8 Stück. Jetzt hole ich mir schnell bei unserem Kollegen neue Mitarbeiter. Gut, okay. Das Labor kann keiner so wirklich benutzen. Wahrscheinlich müssen wir dafür einen Wissenschaftler ausbilden oder so. Ich weiß nicht genau, was das hier ist. Das hatte ich auch noch nicht an. Holen wir mal schnell einen Kerl. So, du kannst da bleiben und du kommst mit. Und mal schauen, ob er das andere Ding hier bedienen kann. Sieht aus wie ein Workshop oder so. Tatsache. Ah, okay, das ist der Ingenieur. Schön. Sie sind eine tolle Unterstützung. Sie können Technologien im Labor erforschen. Okay, alles klar. Damit du auf Stationsverbesserungen zugreifen kannst. Ingenieure, die bei Mauern stehen, reparieren diese. Außerdem können die Ingenieure alle Arten von Bauwerken und Mauern im Spiel errichten. Cool. Ja, das gefällt mir gut. Guck mal, er kann jetzt hier Rohrzangen fertig machen, damit wir dann den Leuten die Sachen in die Hand drücken können, um Ingenieure zu machen. Cool. Ich muss unbedingt besser rennen können, das ist ja furchtbar. So, Junge, du kannst mal mitkommen. Und dich machen wir gleich zum ersten Energie. Ah, das Verbrennen von Fässern. Der Kommandant muss nach längerem Laufen länger durchatmen, ja. Gut, so, ihr tauscht mal bitte. Könnt ihr nicht mal kurz tauschen? Das ist, glaube ich, der Verletzte, den will ich da eigentlich nicht haben. Hier, warte. Wir stellen uns hier mal ganz kurz hin, da ist so ein schöner Sessel. So, einer von euch soll hier schwache stehen. Der andere... Hm.
Der andere, einer von den anderen, holt sich jetzt mal hier so ein Ding und wird Ingenieur. Mist, dafür brauchen wir die nochmal. Okay, können sie nicht mehr. Die können ihren Beruf nicht mehr wechseln. Gut zu wissen. Das heißt, wir müssen so ein bisschen aufpassen, wen wir wohin hinweisen, zuweisen. Gut, dann kann einer noch hier mit Wache stehen. Jetzt gucke ich nochmal kurz nach der anderen Mauer. Da steht, glaube ich, nur einer und da werden schon Mutanten gesichtet. Das ist nicht gut. Wir sputen uns mal ein bisschen. Gott, die sind... Was? Hatte der Mutant gerade ein Schild? Habe ich das richtig gesehen? Der eine Mutant hat... Oh, da kommen Baby-Mutanten. Ah. Warum rennt ihr weg? Jungs, ihr könnt nicht einfach wegrennen. Das geht nicht. Ach nee, echt jetzt? Es sind so viele. Sie haben den umgebracht. Nein. Okay, das ist nicht gut. Sie haben unseren Freiwilligen direkt umgebracht. Alter, was halten die sich lange hier? Oh. Until we die. Ja. We died. Wir sind gestorben. Oh, die waren aber hartnäckig, die Biester. Meine Güte. Ich habe da gefühlt so viel reingeballert. Die können irgendwie mehr ab, habe ich das Gefühl. Cool, okay. Ich glaube, das reicht erstmal für diese Folge. Wenn ihr Lust habt, dann starten wir einen zweiten Versuch und gucken, ob wir mal die 7 Tage am Stück schaffen. Falls ihr da sehen möchtet, lasst es mich gerne wissen. Ansonsten sage ich an der Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.